Ich habe wieder einen Monat lang ausschließlich Retro-Spiele gespielt und ich bin immer noch der Meinung, das ist eine Kur für jede Gaming-Seele. Es ist einfach fantastisch. Ich kann wirklich nur schwärmen. Was ich denn aber so gespielt habe und welche Probleme aufgetreten sind, ja, das Ganze gibt's jetzt nach dem Intro. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetivin und heute gibt es eine Zusammenfassung meines Retro-Monats. Und für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind, ich habe vor knapp 2 Jahren einen Retro-Monat ins Leben gerufen. Das habe ich gemacht, eigentlich nur für mich persönlich, weil ich damals so ein bisschen das Gefühl hatte, ich bin übersättigt mit Games. Ich spiele ständig aktuelle Sachen, bin unzufrieden wegen dem, nörgel wegen das und habe so ein bisschen verloren, was mich eigentlich so ein bisschen an diese Videospiele gebracht hat. Und deswegen dachte ich mir, ich möchte gerne mal wieder das wertschätzen, was wir heute haben und mich zurückbesinnen auf das, was ich damals so geliebt habe an Videospielen. Und da ist dann quasi so die Idee entstanden, ich werde 30 Tage lang nur Retro-Spiele spielen und für alle, die dann nachträglich auch dabei waren, man hat ja gemerkt, was für einen gewaltigen Impact das auf mich hatte. Ich habe danach noch immer wieder Retro-Spiele gespielt, ich habe mir Original-Hardware gekauft. Ich habe das Sammeln auch von Retro-Spielen auch für mich entdeckt und. Also man kann sagen, das war eigentlich eine ganz, ganz wichtige und prägende Erfahrung. 31 Tage lang habe ich nichts anderes gemacht, als meine Retro-Konsolen angeschlossen, bin an der Technik verzweifelt, habe aber auch die geilsten Spiele gespielt und werde heute wahrscheinlich nicht aus dem Schwärmen rauskommen, aber auch einige Enttäuschungen dabei gewesen, die ich auch nicht so erwartet habe. Es ist wirklich viel passiert im Retro-Monat, deswegen lasst uns gleich mal beginnen mit so kleinen Regeln. Die Regeln werde ich jetzt ehrlich gesagt etwas kurz halten, weil grundsätzlich soll es ja irgendwo immer noch Spaß machen. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass ich versucht habe, immer auf der Original-Hardware zu spielen oder zumindest da, wo das beste Spielerlebnis da ist. Wenn ich die Konsole nicht da hatte, wie im Fall von einem Super Nintendo oder auch von einem N64, habe ich Emulatoren hinzugezogen, die ich über die Nintendo Switch bekommen habe. Also seht es mir nach, da fehlt mir einfach noch so ein bisschen der Zugang zu der Hardware, aber ich habe da irgendwie die legalste Variante gewählt, die ich finden konnte. Außer in einem Fall, okay. Die zweite Sache ist da eigentlich noch viel wichtiger. Ich habe versucht, so gut wie nie irgendwelche Guides hinzuzuziehen, Cheats oder irgendwelche anderen Tipps zu holen. Ich habe wirklich versucht, die Spiele so zu spielen, wie sie damals gedacht waren. Hier und da hat es auf jeden Fall auch geklappt, manchmal auch nicht, das werde ich aber auch noch erzählen. Und ich habe auch versucht, so gut wie keine Quality-of-Life-Funktion einzusetzen, gerade bei den Emulatoren. Da gibt es ja die Möglichkeit zu Save-Staten. Das hat manchmal funktioniert, manchmal aber auch nicht, aber wie gesagt, auch da werde ich euch ein bisschen Info geben, denn letztendlich soll es auch darum gehen, Spaß zu haben und die Spiele so zu genießen. Und gibt es noch irgendwelche Regeln? Ich glaube an sich nicht mehr und deswegen würde ich einfach sagen, fangen wir an mit dem ersten Spiel und das war für dieses kleine Schmuckstück. Endlich konnte ich meinen Game Boy Color ausprobieren. Den habe ich mir ja mal vor auf dem Flohmarkt gekauft und den ein bisschen reparieren müssen, weil die Tasten nicht so funktioniert hatten. Und ich habe mich richtig gefreut, endlich auch mal ein Game Boy Spiel zu spielen. Aber ich hatte festgestellt, in meiner eigenen Sammlung habe ich nicht so die Game Boy oder Game Boy Color Spiele, die ich jetzt spielen will. Also die meisten davon habe ich schon durchgespielt in den letzten Jahren. Mir fehlte da was. Also musste ich tatsächlich zu meinem Kumpel, den Alex, gehen. Der hat nämlich eine Riesensammlung von Game Boy Spielen und mir da eins rauspicken für den Retro-Modus. Monat, das ich jetzt unbedingt spielen wollte. Und meine Auswahl ist gefallen auf Jungle Book Mowgli's Wild Adventure. Ja, das ist ein klassisches Disney-Lizenzspiel mit Dschungelbuch und Mowgli. Ich glaube, ihr kennt das. Da gibt es diverse Spiele auf diversen Plattformen. Heutzutage eigentlich gar nicht mehr, aber damals war das eigentlich überall mal vertreten. Und ich hatte irgendwie das ins Auge gefasst, dachte mir, hey, das sieht irgendwie ganz interessant aus. Hab mir auch ein bisschen Gameplay angeguckt. Das nehme ich mit und werde ich ausprobieren. Und dann ging's los. Und während ich voller Freude Game Boy Color gespielt habe und alles eigentlich sehr genossen habe, habe ich auch sehr schnell festgestellt, dass ich ohne Hintergrundbeleuchtung so ein Spiel
Spiel auf dem Game Boy Color einfach nicht spielen kann. Also musste ich den Game Boy Color wegstecken und dann den GBA nehmen, weil die Hintergrundbeleuchtung dabei ist und das macht schon sehr viel aus. Und das Dschungelbuch-Spiel war definitiv ganz nett. Es ist ein 2D-Plattformer mit wenig Kämpfen und mehr Platforming oder vielleicht noch ein paar Rätseln. Man muss eigentlich immer nur herausfinden, wie man weiterkommt, an Ästen schwingen, an Lianen hochklettern und gucken, dass man Wege frei macht, indem man irgendwelche Schalter betätigt und dann kommt man dann schon weiter. Es gibt hin und wieder mal Levels, wo du ein Rennen rennst und dann versuchst, dann als Erster ins Ziel zu kommen. Dann bist du auch da weitergekommen. Die erste Hälfte des Spiels war auf jeden Fall ziemlich easy. Das habe ich recht gut durchgekriegt. Aber gerade in der zweiten Hälfte, wo es dann wirklich um zielgenaues Platforming ging, um wirklich das richtige Timing, die richtige Entfernung vom Sprung vom Mowgli richtig so abzuschätzen, dass du auch weiterkommst, da wurde es dann zunehmend frustrierender und da gab es schon einige Stellen, wo ich wirklich komplett ausgerastet bin. Es war auf jeden Fall kein spektakuläres Spiel, aber ein ganz netter Einstieg in den Retro-Monat. Und was ich halt wirklich ganz witzig fand, war das Passwortsystem, weil man konnte nicht einfach irgendwo abspeichern, sondern man musste nach jedem Beenden eines Levels einen vierstelligen Passwortcode aufschreiben und dann wurde ein komplett noch blanko Papier nach einer Zeit komplett voller Passwortcodes geschrieben. Und es ist auch irgendwie komisch, dass du nebendran halt im Blatt Papier und Stift nebenliegen haben musst, weil wenn du ein Spiel beendet hast oder ein Level beendet hast, sofort direkt den Code aufschreiben und dann geht's weiter. War eine komische Erfahrung, aber definitiv ganz interessant, ihr mit diesem Spiel Mowgli's Wild Adventure Dschungelbuch für den Game Boy Color. Das war meine Game Boy Erfahrung in diesem Retro-Monat. Das reicht auch schon so. Ich mag den Game Boy auf jeden Fall und werde dann noch weitermachen. Aber dann ging's weiter mit einer meiner absoluten Lieblingskonsolen, die PlayStation 1. Für die PlayStation 1 habe ich richtig viele Spiele gespielt, aber nicht auf dieser Konsole, sondern auf meiner PlayStation 3, weil virtuelle Memory Card und einfach angenehmes Spielerlebnis irgendwie habe ich dann halt da drauf meine Spiele gespielt. Nicht, dass jetzt jemand irgendwie schimpft. Ich will fair sein, habe auf der PS3 gespielt und das auch nicht bereut. Und gestartet hat das Ganze mit Dino Crisis 2. Und darauf habe ich mich ja schon echt ewig gefreut. Ich habe den ersten Teil nämlich super geliebt. Mit Regina gegen Dinos kämpfen in Resident Evil Stil fand ich geil. Ich habe aber die Serie danach komplett verloren und wusste nicht so genau. Ich habe nur immer gehört, das hat sich auf jeden Fall sehr stark verändert oder ist in eine andere Richtung gegangen. Zumindest der dritte Teil, der wird da oft genannt. Der zweite hat aber auch da schon einige andere Richtungen eingeschlagen. Trotzdem fühlte es sich immer noch so ein bisschen wie Resident Evil an. Also du hattest feste Kameraperspektiven. Du hattest die Tank-Controls und ein Inventarmanagement, aber es war deutlich actionreicher. So actionreich, dass es am Anfang etwas nervig war und ich nicht verstanden habe, warum man wirklich so zugeschüttet wird mit Dinos, weil du wirklich nach jedem Screen ständig Dinos hast, die auf dich zugelaufen sind und du musstest die alle abknallen. Bis ich aber gemerkt habe, dass es wichtig fürs Gameplay ist, weil du mit jedem Abschuss eben Punkte kriegst. Mit den Punkten kannst du nämlich in einem Shop dir Waffen kaufen, Items kaufen, aber auch Waffen verbessern und das hat natürlich mich super motiviert. Ich habe dann mit der Zeit richtig Gefallen dran gefunden, auch keinen Schaden zu nehmen, dass du nochmal Bonuspunkte bekommst, um einfach mir das Spiel zu erleichtern. Und das habe ich auch geschafft, teilweise so heftig, dass ich zeitweise das Gefühl hatte, ich habe das Spiel so ein bisschen ausgehebelt, weil es gibt da eine Waffe, die habe ich relativ schnell erlangt und die hat wirklich alles weggeblastet. Also jeder Dino, der gekommen ist, hatte keine Chance. Selbst die großen Bosse, die habe ich weggenebelt. Trotzdem ein richtig geiles Game. Diese ganze Art von Spiel gefällt mir einfach. Sich auf so einer Map sich zu orientieren, zu gucken, wo kannst du weiterkommen. Hier hast du eine Schlüsselkarte. Ah, jetzt kann ich auf die andere Seite gehen. Das macht einfach mega Spaß. Regina nimmt hier nur noch die zweite Hauptrolle ein. Jetzt kommt jetzt Dylan dazu, der ja ein bisschen, für mich ein bisschen so glanzlos irgendwie war. Also Regina hat irgendwie noch so eine gewisse Badassigkeit und die fand ich irgendwie immer cool. Dylan war okay, den habe ich auch mitgenommen.
man spielt beide Charaktere immer im Wechsel und erlebt dort eine Zeitreisen-Story, die auch ziemlich trashig ist, gerade in den Dialogen. Aber trotzdem fand ich sie irgendwie ganz nett. Ich finde das gesamte Spiel eigentlich mega geil. Es hatte so viel Spaß gemacht und ich war nach 3 bis 4 Stunden durch. Also ein richtig toller Snack, würde man meinen. Es ist aber ganz normal, denn das möchte ich ganz kurz sagen. Retro-Spiele sind sau kurz gewesen. Ich habe ganz, ganz viele Spiele gerade in der ersten Woche durchgespielt, weil die Dinge einfach nicht lange gehen. Die sind manchmal nach 2 Stunden schon vorbei und du siehst die Endcredits und kannst sagen, okay, ich habe alles erlebt, ich habe alles gemacht, ich war eigentlich mit meiner Spielweise sehr zufrieden. Haken dran. Also Dino Crisis 2 war ein richtig, richtig tolles Spiel und auf jeden Fall ein Titel, der an meiner Sammlung bleibt, weil er mir so viel Spaß gemacht hat. Apropos Snacks, wisst ihr, welches Spiel das kürzeste war, was ich in diesem Retro-Monat gezockt habe? Naja gut, obwohl das andere war auch recht kurz, aber das war auch sehr schnell. Apocalypse. Ein Actionfest mit Bruce Willis in der Hauptrolle, auch hier synchronisiert von Manfred Lehmann, den Originalsprecher von Bruce Willis. Und das bringt einen eigenen Charme mit sich. Also, als ich das gepostet habe auf Social Media, haben viele geschrieben, dass sie die One-Liner total abgefeiert haben. Anschnallen, jetzt geht's los. Es ist irgendeine Trash-Story, wo Bruce Willis als Wissenschaftler gejagt wird von der Regierung und irgendwie eine Verschwörung aufdecken muss in so einer dystopischen Zukunftsvision. Es ist völlig egal, aber es ballert ordentlich, es fetzt. Du hast hier sehr gerade Levels, du hast ein paar Platforming-Passagen, die gut funktioniert haben, aber am meisten Spaß macht es, mit den ganzen Waffen die Gegner wegzufetzen. Es hat einfach mega Spaß gemacht und es ging halt schnell. Das war, glaube ich, nach nicht mal 2 Stunden vorbei. Die Bosse, auch gerade der Endboss, der Präsident der Vereinigten Staaten. Und es ist ein geiles Game. Apocalypse hat super Spaß gemacht. Habe ich mitgenommen. Vielen Dank. Apocalypse. Mit dem nächsten Spiel hatte ich auch eine tolle Zeit. Bugs Bunny auf Zeitreise. Ha, geiler Gag. Bugs Bunny Lost in Time oder Auf Zeitreise, das ist ein Spiel meiner Kindheit. Ich habe es in meiner Videothek damals ausgeliehen und in einer Nacht mit meinem Cousin durchgespielt. Und deswegen war das auch so ein richtig krasser Nostalgie-Flash. Ich habe das ja in meiner letzten Pickup-Folge ja erzählt, dass ich die Looney Tunes total liebe. Der Bugs Bunny ist halt ein Held meiner Kindheit. Und hier mit ihm in so einem sehr freundlichen, sehr fröhlichen 3D-Jumpman dieses Abenteuer zu erleben, hat einfach mega Spaß gemacht. Ich habe es aber nicht durchgespielt. Mir fehlt die letzte Welt, die hole ich aber noch mal nach. Trotzdem eine geniale Idee, mit Bugs Bunny durch die Zeit zu reisen, verschiedene Epochen zu erleben. Wir waren in der Steinzeit, wir waren bei den Piraten, wir waren in den 30er Jahren bei einem Bankraub dabei und da erlebt man ganz, ganz viele Sachen. Und es ist ein sehr faires Spiel, ja. Gerade hier in diesem Bereich gibt es ja immer wieder so Vertreter des Genres, die gnadenlos sind. Ja, Leben verlieren, Continues und so weiter. Da kommen wir gleich noch zu. In dem Spiel eben nicht. Du verlierst eigentlich so gut wie nie richtig Progress. Das spielt sich wunderbar runter. Und es hatte die perfekte Balance zwischen Herausforderung und schönes, geschmeidiges Gaming. Also Bugs Bunny auf Zeitreise war ein richtig toller, eine tolle Zeitreise in meine eigene Kindheit. Ich höre es ja auch langsam auf. Tolles Spiel. Auf der PlayStation 1 habe ich aber auch natürlich so das ein oder andere Spiel einfach mal reingeworfen, um es zu erleben, um mal wieder ein Feeling zu bekommen. Und bei einem Spiel bin ich etwas länger kleben geblieben. Und zwar ist das Ridge Racer Type 4. Ich bin zwar kein Rennspiel-Fan, aber Ridge Racer, das ist auch irgendwie bei mir Nostalgie. Ich habe nämlich die Demo-Version des ersten Teils auf der PlayStation rauf und runter gespielt. Type 4, ich würde sogar behaupten, ist eines der stylischsten Rennspiele aller Zeiten. Der Soundtrack ist der absolute Bombe. Die Menüs sind super elegant aufgebaut. Gerade für ein PS1-Spiel sieht es einfach fantastisch aus. Das Intro ist absolut flashig. Ich glaube, wenn ich das damals gesehen hätte, bam, wäre mir der Kopf explodiert. Und halt eben auch das Fahrgefühl oder beziehungsweise das Rennspiel macht halt mega Spaß. Ich habe ein paar Tournaments gespielt, hat einfach richtig Spaß gemacht. Hat auch wirklich die Technik der PlayStation auch gut gezeigt. Also ich hatte sehr viel Spaß, habe es aber nicht lang gespielt. Bei mir fehlt dann auf Dauer so die Langzeitmotivation. Geiles Game, trotz alledem Ridge Racer Type 4. Es war aber nicht alles so rosig und jetzt kommt eine der größten Enttäuschungen in diesem Monat und das ist dieses Spiel hier. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und ich muss auch sagen, ey, bitte lasst mich ausreden. Bei mir hat es leider gar nicht funktioniert. Es ist Mickey's Wild Adventure.
Das ist ja ein Titel, der auf diversen anderen Plattformen ja auch erschienen ist. Ich glaube, es ist so ein Super Nintendo-Plattformer, der eben jetzt auch für die PlayStation rauskam. Und es sieht halt super aus, eigentlich auf den Bildern. Es müsste eigentlich mir voll gefallen. Es ist aber ein knallharter 2D-Plattformer, der wirklich gnadenlos ist. Also hier gibt es auch hier Leben und Continues. Und ich hatte relativ schnell gemerkt, ja, da komme ich nicht weit. Ich bin bis Level 3 oder Welt 3 gekommen oder so. Also Stories beziehungsweise, weil Mickey erlebt dort verschiedene Geschichten. Das war gar nicht das Problem dieser Härte oder dieser Herausforderung, weil ihr werdet feststellen, das habe ich hier und da durchaus auch mal angenommen. Mein Problem mit Mickey's Wild Adventure war, und jetzt bitte nicht irgendwie mich auffressen, für mich wirkte es etwas lieblos. Man wird einfach reingeworfen, es gibt gar keinen Kontext. Man spielt halt Levels wie in so einem Arcade-Automaten, ohne wirklich zu verstehen, worum geht's da eigentlich, was mache ich? Ich meine, ich brauche jetzt bei so einem 2D-Plattformer nicht unbedingt die krasseste Geschichte, aber irgendeinen Kontext, irgendeinen Rahmen, das wäre schon nett gewesen. Das Gameplay war dann auch nicht irgendwie so dermaßen besonders, dass ich jetzt da weiterspielen wollte. Es hat seinen Charme definitiv und die Musik und so, das funktioniert, aber ich habe da relativ schnell gemerkt, boah, das ist leider gar nicht das, was ich irgendwie mir erwünscht hätte und deswegen musste ich das halt abbrechen und das auch recht schnell, Mickey's Wild Adventure. Ihr merkt, ich habe sehr, sehr viel gespielt und wir haben echt noch viel vor uns. Die PlayStation 1 war aber schon wirklich eine richtig, richtig tolle Konsole mit vielen guten Spielen und dann ging es weiter mit der PlayStation 2. Die PlayStation 2, ihr seht es auch hier, Original-Hardware mit der PS2 Slim. Und ihr seht auch hier, das ist der PS2 HDMI-Adapter. Und das war ein bisschen ein technisches Gefricke, hat irgendwann mal funktioniert. Ich bin mega zufrieden gewesen und konnte auch wirklich mit Original-Memory-Card und allem drum und dran eben diese Konsole bespielen. Und habe da angefangen mit folgendem Neo Contra. Das war für mich ein Wagnis, weil ich habe mit der Contra-Serie sehr wenig am Hut. Ich habe sie immer mal gespielt, aber nie weit gespielt. War mir immer zu schwierig oder hat mir auch irgendwie nicht so gefallen. Neo Contra war da wirklich dann ein Versuch, da reinzufinden. Und das war auch wirklich eine Herausforderung. Neo Contra dauerte letztendlich auch nur so knappe 2 Stunden, aber ich kann nur sagen, diese 2 Stunden war ein elektrisierendes, intensives Spielerlebnis. Und hier kommt es auch immer drauf an, was für ein Waffenset du hast, weil du kannst zu Beginn sagen, okay, welche Waffen soll deine Figur an die Hand bekommen als Standardwaffen? Es gibt 3 zur Auswahl, also eine Special-Attacke und 2 andere Waffen. Ich habe das erste Mal mit ganz normal den Standard-Set gespielt, Maschinengewehr und Granatenwerfer und so, und habe mich da gut durchgebissen, aber schon nach der zweiten Welt, also nach dem zweiten Boss, war Schluss. Oder ich glaube sogar nach dem dritten oder so. Und ich habe da schon fast 1 Stunde gezockt, aber ich habe gemerkt, wie viel Spaß das macht. Es ist eine Ballerorgie, also hier fetzt es ordentlich, ganze Zeit Explosionen, da geht auch manchmal die Framerate runter, aber es funktioniert wunderbar, es fühlt sich richtig geil an, die Vibration am Controller war mega cool und ständig die Waffen zu wechseln, neue Upgrades zu bekommen, es hat einfach mega Freude bereitet. Ich habe dann aber auch gesagt, nee, ich will jetzt hier nicht einfach aufgeben, weil dann waren die Continues alle, auch hier gibt es wieder Leben und Continues. Ich will dann einfach mal probieren, wie es ist mit einem anderen Waffenset und habe was anderes ausprobiert und Alter, ich habe die da so weggefegt, ne? Ich war so gut und mit immer mehrmaligen Spielen habe ich natürlich gewusst, welche Gegner kommen jetzt, wo sind die Schwachstellen und es ging immer schneller und immer schneller. Ich habe das Spiel insgesamt jetzt 4-mal durchgespielt, weil du mit jedem Mal durchspielen neue Waffensets freischaltest und jedes macht mal noch mal mehr Spaß und jeder Run wird noch mal kürzer und so spielte ich Neo Contra immer und immer wieder. Es ist kompletter Trash. Es gibt manchmal Szenen, ich will eine kurz erzählen. Da ist eine Cutscene, da rennt unsere Figur vor etwas weg und die Kamera zoomt raus, bis du feststellst, sie rennt gar nicht vor irgendwas weg, sondern wir bewegen uns gerade auf einem Helikopterrotorblatt, welches gerade fliegt und darauf kämpfen wir sogar noch. Es ist vollkommen bekloppt, aber mega lustig und hat einen geilen Soundtrack. Es ist pulsierend, es ist actiongeladen und es ist kurz, aber für Koop-Abende ist es definitiv bestimmt eine absolute Empfehlung. Ich habe es durchgezockt mehrfach und ich finde es mega geil. Neo Contra war eines der besten Spiele im Retro-Monat, definitiv. Aber dann kam nochmal ein Upgrade, ein Spiel, das mich komplett eingenommen hat und damit habe ich gar nicht gerechnet. Es ist Maximo. Musik.
Das 3D Ghouls and Goblins, so wird es oft benannt, ist von den Machern von Ghouls and Goblins, von Capcom. Und ey, ganz ehrlich, das ist halt eben schwierig, herausfordernd und manchmal auch sehr, sehr unfair. Und ich war total fasziniert, wie viel Dark Souls schon in diesem Spiel steckte. Ganz viele fiese Fallen, ganz viele unfaire Stellen oder eben sogar so fast schon 1:1 Sachen wie die Mimics, ja. Du hast eine Kiste und denkst dir, oh mein Gott, vielleicht ist da was Tolles drin, das mich weiterbringt. Machst die Kiste auf und es ist halt ein Mimic, der dich fressen will. Wahnsinnig oft daran erinnert worden, aber hier musste ich auch erstmal lernen, mit dieser Herausforderung zu leben. Maximo war deswegen so knifflig, weil du musst für alles zahlen. Also du, egal was du sammelst, also die Währung, die du sammelst, musst du hernehmen, um Items zu kaufen, die dich weiterbringen. Du musst sie aber auch hernehmen, um zum Beispiel zu speichern, wenn du es überhaupt willst. Das kannst du aber nur an bestimmten Orten machen. Oder wenn du ins Continue gehst, ja, da kannst du auch Münzen einsetzen, aber jedes Mal, wenn du ein Continue eingesetzt hast, dann wirst du aufgefordert, beim nächsten Mal doppelt so viel zu zahlen. Also es ist halt eben sehr gnadenlos und das hat mich sehr herausgefordert. Denn das Spiel macht ultra Spaß. Es gibt immer so eine kleine Hub-Welt und eben einzelne Levels. Die Levels sind sehr geradlinig aufgebaut, aber es gibt ganz viele Geheimnisse und Verstecke und du suchst die wirklich. Ich habe jeden Frame abgesucht, weil du wusstest, ey, wenn ich hier weiterkommen will, dann muss ich wirklich auch auf alles achten. Jeder Sprung wurde von mir genau abgewägt. Jedes Item, das ich ergreifen konnte, musste ich schon genauer beobachten, ob es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen, weil ich wusste, ich könnte hier auch mein Leben verlieren, ich könnte hier auch wertvolle Rüstung verlieren und dann würde es für mich noch erschwert werden. Und deswegen wurde ich auch wirklich beim Spielen sehr angespannt, aber auch dementsprechend war das intensiv. Ich war wirklich aufrecht hier gesessen und habe jeden Zentimeter und jeden Fortschritt abgefeiert. Maximo war ein richtig geiles Game. Das Einzige, was ich wirklich großartig bemängeln würde, wären die sehr lahmen Bosse. Die waren dann ehrlich gesagt ziemlich einfach im Vergleich zu dem, was du davor gemacht hast. Aber ey, der Endboss, auch einer der besten Endbosse aller Zeiten fand ich. Fand ihn so, so geil. Egal, Maximo, mega geiles Spiel. Eines meiner Lieblings-PS2-Spiele definitiv jetzt in meiner Hall of Fame der PS2-Spiele. Und das war das dann auch mit der PlayStation 2. Ich habe noch ein Spiel. Wo habe ich es? Ich finde jetzt gerade die Hülle nicht. Ich habe sie irgendwo hier abgelegt. Ich finde es gerade nicht. Onimusha 2 habe ich mal kurz reingelegt, eine Stunde gezockt. Und das wird auf jeden Fall noch weitergespielt, weil auf Onimusha habe ich immer Bock. Aber habe ich jetzt zeitlich nicht mehr geschafft. Ich wollte nämlich weiterziehen zu einer anderen Konsole, die ich hier nicht habe. Deswegen kann ich sie nicht zeigen. Da musste ich jetzt wirklich über die Emulation heran. Und zwar war das der N64. Ihr wisst ja, ich habe nie einen N64 besessen, aber durch die Nintendo-Mitgliedschaft auf der Nintendo Switch kann ich ja auf einige Spiele zugreifen und da wollte ich mal das ein oder andere ausprobieren, hab da mich so in Sin and Punishment ein bisschen ausprobiert, hab da mal Mario RPG angeschmissen oder auch nochmal Mario 64, aber ich wollte eigentlich nur auf zwei Spiele abzielen und die habe ich dann für mich auch gespielt und nicht nur einmal, sondern mehrmals und die waren beide sehr, sehr geil, angefangen mit Star Fox 64. Ich bin überhaupt kein Fan dieses Genres, das muss ich wirklich sagen. So Railgun-artige, geradlinige Schienen und du ballerst da irgendwas vom Screen weg, das gibt mir jetzt relativ wenig. Aber Star Fox ist da irgendwie ein bisschen mehr. Ich kann schon die Faszination verstehen, dass eben dieses ganze Team super sympathisch ist. Diese ganzen One-Liner, die sie da rausknallen, manchmal sogar wirklich Piesacken, das ist irgendwie super toll und das macht mega Spaß. Star Fox 64 hat auch einfach geile Levels und natürlich ist hier die Limitation da und ich muss das ein bisschen auch aus einer anderen Perspektive betrachten, aber die einzelnen Routen haben schon Spaß gemacht. Ich muss aber auch gestehen, das Spiel war ja super schnell vorbei. Ich glaube, nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde war ich schon am Ende und dachte mir, wow, okay, was kommt da jetzt noch? Das ist so ein Spiel, das du halt immer und immer wieder spielen sollst, weil es da verschiedene Routen gibt und ich habe es dreimal probiert. Ich bin immer in die gleiche Route rausgekommen. Ich weiß nicht, was man machen muss, um in die anderen Routen zu kommen oder zumindest ich weiß es, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, aber dann habe ich dann auch irgendwie nicht mehr weitergezockt. Ich kann das wirklich vollkommen verstehen. Es hat seinen Charme, die Musik ist toll, es macht Bock zu ballern. Gerade diese Momente im Spiel, dass du nicht nur geradlinig fliegst, sondern wo es dann plötzlich dann auch ein offenes Gebiet ist und du dich dann auch drehen kannst und dann, weiß nicht, durch Norden, Süden, Westen, Osten fliegen kannst. Das war auch ganz cool. Also ist es ein Spiel, ich kann das komplett nachvollziehen, warum das so viele Leute begeistert. Ich fand es auch richtig cool. Aber ein Spiel war dann doch nochmal mehr meins. Und das war das hier.
Wave Race 64. Ich muss wirklich gestehen, ich habe nie Wave Race gespielt. Und eigentlich auch, wie gesagt, Rennspiel, es ist einfach nicht mein Genre. Aber holy shit, macht Wave Race Spaß. Ey, mit diesen Jetskis durch dieses Wasser zu brettern, in dieser tropischen Stimmung und dann auch zu gucken, wie die Wellen gerade schlagen und dann die richtige Kurve zu kriegen, das hat mega Spaß gemacht. Ich habe das Spiel immer und immer wieder eingeschmissen, zwischendurch mal, um einfach nochmal ein Tournament zu fahren, weil es einfach mega Bock macht. So, es gab natürlich Levels oder Strecken, die mir mehr gefallen haben, gerade die, die nicht so mit diesen Fabrik und so oder irgendwelchen Docks waren, sondern dieses Tropenfeeling gehabt haben, aber es ist einfach diese Fahrphysik mit diesen Jetskis, die super geil gewesen ist. Und ich muss natürlich auch wieder dazu sagen, dass so tropische Settings und der Soundtracks einfach bei mir immer zünden. Und das war bei Wave Race 64 so. Ich habe es angemacht und jedes Mal, wenn dieser Intro-Song gekommen ist, hatte ich ein Lächeln auf den Lippen. Das löst einfach irgendetwas in mir aus und deswegen hatte ich mit Wave Race 64 ganz, ganz viel Freude und habe auch nochmal Ausschau gehalten nach dem GameCube-Teil, über den jetzt gefühlt nicht so viele Leute reden, aber möchte ich gerne mal auch erleben. Wave Race 64 war auf jeden Fall auch eine tolle Spielerfahrung auf dem N64. Und da ich auf der Switch schon die Emulatoren angeschmissen hatte, habe ich mich auch auf eine andere Konsole mal kurz ausprobiert, die ich ehrlich gesagt hier auch hochhalten könnte, wenn ich sie gerade aus dem Keller hochgeholt hätte. Ich habe sie nämlich auch wirklich da, aber keine Kabel und sonstiges. Der Sega Mega Drive. Sega! Auf dem Sega Mega Drive habe ich mich auch ein bisschen ausprobiert, aber ich muss da feststellen, nicht alles davon gefällt mir. Ich habe zum Beispiel Comic Zone gespielt, was ich irgendwie immer sehr interessant fand. Ich habe es nämlich damals auch in dieser Mega Drive Collection auf der Xbox 360 mal ausprobiert und dachte mir, yo, das spiele ich jetzt durch, bis ich festgestellt habe, das hat eine Gameplay-Funktion, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und zwar, unsere Figur nimmt Schaden, wenn sie Schläge austeilt, ne? Weil das halt irgendwie scheinbar wehtut, auch wenn ich gegen Metall Türen und so haue. Natürlich total realistisch, aber mindert den Spielspaß und ich habe es nicht lange durchgehalten, dann musste ich das irgendwie aufgeben, obwohl ich alles an dem Spiel geil finde, den Look und die Idee finde ich super. Ich bin dann aber hängen geblieben an einer anderen sehr legendären Sega-Serie, die auch leider nicht mehr so richtig bekannt ist, Shinobi. Shinobi 2 und Shinobi 3 Return of the Ninja Master habe ich beide gespielt und den zweiten habe ich sehr weit gespielt, den dritten durch. Der zweite, den wollte ich eigentlich durchspielen, aber der war so unfair, da musste ich dann auch definitiv die Save States benutzen, weil sonst hätte ich noch mehr gekotzt. Ich bin bis zum Militärbasis gekommen. Alter, war das bescheuert. Es ist auch grundsätzlich so von den Bewegungen etwas ungenau. Es wirkt auch nicht optisch so ansprechend. Also Shinobi 2 war für mich persönlich nicht so geil. Es gab zu viele frustrierende Stellen, wo ich wirklich, wirklich sehr, sehr frustriert war. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere mal den dritten Teil aus und gleich beim ersten Level habe ich gemerkt, wie viel besser das gewesen ist. Die Bewegungen waren besser, die Hitboxen waren besser, ich hatte irgendwie mehr Kontrolle, mehr Möglichkeiten und natürlich trotzdem knackig schwer, aber auch hier mit Save States, muss ich sagen, konnte ich das Spiel recht gut durchspielen und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ist eine Reihe, die ich irgendwie sehr gerne weitersehen würde, wie es sich heute schlagen würde in so einem 2D-Setting wie zum Beispiel The Lost Crown jetzt hier beispielsweise. Aber Shinobi 3 war definitiv der bessere Teil von Shinobi. Ein schöner, kurzer Ausflug auf dem Mega Drive, der aber auch genügt hatte, weil da waren jetzt nicht so viele Sachen dabei, die ich unbedingt spielen wollte. Dann ging es weiter, nämlich mit einer anderen Konsole, beziehungsweise mit einem Handheld, und zwar mit dem Nintendo DS. Hier halte ich gerade meinen 3DS hoch, ich habe aber einen Nintendo DS-Titel gespielt und das war folgender: Time Hollow. Ich brauchte etwas Ruhiges und Gemütliches, ja, gerade weil die ersten Spiele ja schon meine Geduld herausgefordert haben, brauchte ich mal etwas zum Abschalten und da war Time Hollow, ein storybasiertes Zeitreisen-Game, perfekt. Und ich bin einfach ein Riesenfan des Nintendo DS. Ich mag einfach mit dem Stylus, ja, einfach so Spiele zu spielen, wo du wirklich wunderbar sehr kontrollieren und präzise Dinge machen kannst. Und in Time Hollow hast du jetzt kein krasses Gameplay, sondern eben nur, ja, so eine Zeitreisengeschichte, aber mit dem Stylus, das alles
alles zu bewegen, das Item zu benutzen oder im Inventar rumzuwühlen, hat einfach super Spaß gemacht. Und Time Hollow hat mich sehr stark an zum Beispiel Another Code erinnert. Jetzt gerade gibt es ja die Another Code Recollection für die Switch und Time Hollow fühlte sich sehr, sehr ähnlich an. Es geht in Time Hollow um Ethan, der wird 17 Jahre alt und bekommt an seinem Geburtstag einen Stift. Und dieser Stift kann in der Welt, in der er sich befindet, so Löcher malen und dann kann er durch die Löcher durchgreifen und auf der anderen Seite ist nämlich die Vergangenheit. Und wenn er nämlich genau den Ort und den Zeitpunkt von etwas hat und dort an dieser Stelle ein Loch macht, kann er da reingreifen und Dinge verändern. Und dann denkt er sich natürlich, so wie bei Butterfly-Effekt, wer den Film noch kennt, dass er die Vergangenheit einfach verbessert. Wenn er merkt, oh, irgendwas Schlimmes ist passiert, dann greift er da ein und verändert etwas. Wenn er aber dann wieder aufwacht, hat er das eine Schicksal verändert, aber andere Dinge wieder verschlechtert, kommt quasi dieses ganze Thema ins Rollen und er verstrickt sich immer mehr in wirklichen, ja, waghalsigen Zeitreisendingen und muss das alles wieder gerade biegen. Aber es gibt noch viele verschiedene Figuren, die da auch irgendwie eine Rolle spielen, denn es gibt da noch eine kleine Mystery-Backstory, die dahinter spinnt und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ging auch so 5-6 Stunden und war perfekt für so Abende, wo es ein bisschen stressiger war und du dann einfach so ein bisschen runterkommen willst, packst den 3DS aus, Time Hollow, einfach ein bisschen das nächste Kapitel erleben. War wie ein gutes Buch, ein richtig schönes Spiel und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht für den Nintendo DS. Nach Time Hollow war ich dann aber wieder zu entspannt. Ich brauchte wieder den Nervenkitzel und die komplette Frustration und die holte ich mir auf der nächsten Konsole, den Nintendo GameCube. GameCube hatte ich kleine technische Schwierigkeiten wegen dem HDMI-Adapter und das war ein ganz, ganz großes Hin und Her. Ich habe mich dann irgendwann mal dazu entschlossen, einen AV-Adapter zu kaufen und dann mit AV-Kabel hier zu spielen an meinem Monitor. Das war wirklich nicht das beste Bild, muss ich sagen. Sehr verwaschen. Jetzt fragen sich einige, warum hast du nicht deine Nintendo Wii benutzt? Die habe ich da bei meinem Sohn jetzt aufgebaut, angeschlossen, die Sensorleiste draufgeklebt. Ich wollte ihm das jetzt alles abreißen. Deswegen musste ich mich damit arrangieren und habe quasi auf dem Nintendo GameCube mit Original-Hardware folgendes Spiel gespielt, Beautiful Joe. Beautiful Joe habe ich damals auch sehr, sehr gerne gespielt und wollte nochmal reingucken in das Game. Das habe ich nämlich nie durchgespielt. Und jetzt weiß ich auch wieso, weil es auch knackig schwer ist. Also es gibt dort an einigen Stellen super frustrierende Bosse und Momente. Ich habe da auch mir die Zähne ausgebissen und ich bin auch bei dem Teil bis zum Endboss gekommen und ich krieg ihn nicht down. Also ich habe es mehrfach probiert. Ich musste jetzt kurzerhand erstmal ein bisschen pausieren, weil sonst wäre ich komplett ausgerastet. Nichtsdestotrotz ist Beautiful Joe eine geile Idee. Es geht um Joe, der wird in einen Film hineingezogen, in einen Superheldenfilm, den er total liebt. Das Blöde ist, seine Flamme wurde vom Bösewicht entführt und er denkt sich, scheiße, er muss jetzt zum Superhelden werden, während der Held im Film nämlich verloren hat, muss er der Held werden und zwar Beautiful Joe. Und die Idee von Beautiful Joe finde ich bis heute noch total genial. Ne? Du hast eigentlich auf dem Papier einen 2D-Brawler und hast Tritte und Schläge und Sprünge und so weiter und Gegner, die dich da, die dir an den Kragen wollen. Aber Beautiful Joe kann eben die Zeit beispielsweise verlangsamen, um die Gegner richtig schön schnörkellos einfach dermaßen in die Fresse zu geben. Oder du kannst auch die Schnelligkeit beschleunigen, um zum Beispiel schnell durch irgendwelche Plattformen zu huschen, damit sie dich nicht erwischen. Es gibt ganz, ganz viele solche Fähigkeiten, die man freischalten kann, aber die auch irgendwie im Spiel integriert sind und die machen mega Spaß. Es sieht alles super, super stylisch aus, super geil choreografiert und hat so einen gewissen Filmcharme und deswegen werden auch ganz viele Filmreferenzen rezitiert. Das macht mega Spaß. Es ist, wie gesagt, nur sehr, sehr schwierig. Also du hast zwar eine relativ lange Lebensleiste, aber es gibt Gegner, die hauen dir aufs Maul. Es wird manchmal sehr unübersichtlich, ganz viele Effekte, Gegner von allen Seiten, irgendwelche Raketen, die auf dich fliegen. Da musst du wirklich ganz genau konzentriert sein und richtig timen, die richtigen Fähigkeiten bei bestimmten Gegnern einsetzen, weil sonst kannst du sie nicht besiegen. Du musst da echt auf Zack sein, aber mit der Zeit kommt man da schon besser rein und dann geht das auch. Aber wie gesagt, beim Endboss habe ich versagt. Trotzdem ein richtig geiles Spiel für den Nintendo GameCube. Und dann war das erstmal auch mal durch mit dem GameCube, denn ich hatte ehrlich gesagt kein weiteres Spiel, das ich jetzt für diese Konsole spielen wollte, deswegen musste ich weiterziehen und ganz woanders rausgekommen und da werdet ihr jetzt vielleicht ein bisschen Auge machen und zwar bei diesem Ding hier. Es
Das Einzige, was ich an Super Nintendo im Haus habe, ist der Super Nintendo Mini. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Spiele. Ich hätte natürlich auch die Emulation von der Nintendo Switch benutzen können. Ich wollte aber ein ganz bestimmtes Spiel spielen. Das gibt es auf keiner dieser beiden Varianten. Und deswegen musste ich dieses Gerät hier hacken, weil ich wollte es unbedingt mit dem Original-Controller spielen und so. Ein bisschen das Feeling von damals haben. Und habe diese ROM hier draufgeladen. Und zwar das Spiel, auf das viele Leute sich sehr, sehr gefreut haben. Terranigma. Ich habe das Spiel schon immer mal richtig spielen wollen. Ich habe das damals mal kurz angemacht, aber nicht weit gespielt. Terranigma gilt ja für viele als ein absolutes Meisterwerk und als das beste Spiel aller Zeiten. Und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht durch, aber ich verstehe komplett diese Magie. Es wechselt sich immer ab zwischen Magie und etwas frustrierend. Ich will jetzt gleich mal kurz erzählen, warum. Denn eigentlich dieses ganze Thema mit dieser Welt, die man aufbaut, nach und nach, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und gerade am Anfang ist es noch etwas geradliniger. Du wirst ein bisschen mehr geführt. Hier hast du was zu tun, da gibt es einen Dungeon, da musst du hingehen. Und das habe ich total geliebt. Ab dem Zeitpunkt, wo sich die Welt aber so ganz krass öffnet, wo du dann wirklich wie in so einem JRPG auf diesen Kontinent fliegen kannst und da in dieses Land und dort was machen kannst, da verliert es mich immer wieder, weil ich dann absolut keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Und Terranigma hat mich da in der Hinsicht etwas gefordert, weil ich ja ohne Guide gespielt habe und immer wieder echt wirklich teilweise stundenlang würde ich nicht sagen, aber minutenlang einfach überhaupt nicht wusste, wohin, total dämlich durch die Welt getiggert bin und geguckt habe, was als nächstes mein Ziel ist. Man spricht mit den Leuten, man kriegt Hinweise, aber dann kommt man doch irgendwie ans falsche Ende und verliert einfach Progress. Und deswegen habe ich das Spiel auch nie durchgespielt, weil ich bin jetzt irgendwie Antarktis. Also ich hatte auf jeden Fall schon das Flugzeug, ja. Das Schiff. Ich mag das Echtzeitkampfsystem. Das Soundtrack ist so unfassbar geil. Und es gibt noch ganz, ganz viel anderes, was man erzählen kann. Ich mag die Geschichte. Einzelne kleine Durant-Stories finde ich total süß gemacht. Also Terranigma, ich kann es verstehen. Ich habe mir sogar überlegt, extra für dieses Spiel ein extra separates Video aufzunehmen. Aber ich weiß nicht, ob ich das zeitlich hinkriege. Terranigma hat auf jeden Fall sein Lob verdient. Aber bei mir hat es doch nicht so hundertprozentig gezündet. Trotz alledem, es ist auf jeden Fall für mich eines der besten Super Nintendo-Spiele, die ich je gespielt habe. Weil da eben so viel Charme und so viel Magie in der Luft liegt. Ach so, übrigens, irgendwann mal ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich doch die Save States benutzt, weil da habe ich so viel Progress verloren bei einem Endboss. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ey, das war so hart. Fantastisches Spiel, welches ich noch weiterspielen möchte. Terranigma für den Super Nintendo. So, hier stapeln sich schon die ganzen Konsolen, aber wir müssen weitermachen. Und zwar mit der Xbox. Ich zeige zwar hier die Xbox 360, aber ehrlich gesagt nur symbolisch, denn hinten seht ihr die Xbox Series S. Auf dieser Konsole habe ich mir über den Store ein altes Xbox Classic Spiel gekauft. Darauf hatte ich irgendwie Bock und dachte mir, ach komm, die 3 Euro oder so, die gönne ich mir und zock das mal. Muss aber gestehen, das war ehrlich gesagt gar nicht so geil. Red Faction 2. Die Red Faction-Serie ist eigentlich gar nicht so meine Liebste. Ich muss sagen, die Serie verfolge ich zwar schon seit Jahren und jeder Teil hatte irgendwie so seinen eigenen Charme, aber diese anfängliche Idee, gerade vom ersten Teil, wo du Dinge einfach wegsprengen konntest, so wirkliche Tunnel bauen konntest, weil du wirklich die Wände und die Mauern und so einfach kaputt machen konntest, das hat im zweiten Teil enorm gefehlt. Denn ganz ehrlich, davon gibt es eigentlich ganz wenig. Es gibt nur ganz bestimmte Stellen im Spiel, wo du eben die Wand wegsprengst oder eine Tür kaputt machst, um weiterzukommen. Ansonsten kannst du da nicht so freigeistig einfach mal gucken, was du machen kannst. Das Spiel ist ein ganz simples Military-Shooter à la Killzone und Halo und so weiter. Du hast ein sehr cringiges Team mit komischen Partymitgliedern und eine sehr uninteressante Story, die allerdings ab der Hälfte, das ist das Einzige, was ich an dem Spiel gut fand, irgendwie einen ganz, ganz interessanten Turn nimmt. Aber die Levels an sich waren sehr geradlinig, das Ballern hat nicht so viel Spaß gemacht, die Wummen waren nicht so geil, es hatte nicht so viel Kraft und deswegen war das ehrlich gesagt alles sehr generisch und verweichlich.
nicht, deswegen war ich nicht so richtig Feuer und Flamme mit Red Faction 2 und damit beendete ich auch damit meine Xbox-Serie hier auch im Retro-Monat und bin dann weitergezogen und das nehme ich jetzt mal, weil ich das wirklich vergessen habe gerade bei der PlayStation 2, nehme ich das jetzt mal zur Xbox mit auf, denn das Spiel erschien auch ebenfalls auf der Xbox Classic und es ist Splinter Cell. Ihr seht jetzt hier diese Classic-HD-Version der PS3, wo alle drei Splinter Cell-Teile drin enthalten sind. Ich habe mir diesen Teil geschnappt, den habe ich vor einiger Zeit sogar ja mal besprochen. Splinter Cell Chaos Theory habe ich zum Launch damals gezockt und fand ich richtig geil, aber ich konnte nicht mehr sagen, warum. Und deswegen musste ich das jetzt nochmal ausprobieren auf meiner PlayStation 3 dementsprechend. Es ist aber ein PlayStation 2-Spiel oder ein Xbox-Spiel, ist auch von den ganzen Titeln, die ich hier gespielt habe, eines der neueren Titel im Jahr 2005. Erschienen und ich muss sagen, Alter, diese ganz alten Sam Fisher Abenteuer sind mega geil. Ich habe wirklich komplett vergessen, was dahinter steckte. Dieses Stealth Gameplay macht mega Spaß, sich wirklich in dieser Dunkelheit zu verstecken, zu gucken, dass alle Lichtquellen ausgeschaltet sind, dass auch die Geräusche von mir nicht ausgehen, denn auch selbst Schritte oder schnelles Laufen können Geräusche erzeugen und die Wachen sind daher sehr dahinter und das hat mich erstmal wieder gefordert zu gucken, dass ich ganz, ganz anders spiele als jetzt bei anderen Spielen, sondern wirklich zu gucken, dass ich mich verstecke, dass ich Dunkelheit um mich habe. Leider hat die KI da nicht immer richtig mitgespielt, denn die war zwischenzeitlich manchmal auf Zack, aber auch oft sehr, sehr dumm und konnte mich nicht erkennen, obwohl ich teilweise wirklich vor ihnen stand. Und warum der dritte Teil auch der beste ist, zeigt sich daran, weil die Geschichte sehr interessant ist. Da geht es wirklich auch um das Ende der Welt so ein bisschen. Und es geht auch darum, dass Sam Fisher in den einzelnen Missionen ein paar mehr Sachen zu tun kriegt. Also das hat schon sehr viel Abwechslung im Rahmen seiner Agenten-Spionage-Story. War ein richtig geiler Trip mal wieder. Ich will auch definitiv die anderen Teile nochmal nachholen, weil ich so ein bisschen Gefallen wieder gefunden habe an Splinter Cell, an die alten Abenteuer mit Sam Fisher. Und Sam Fisher, Alter, ist das eine coole Sau. Also der Typ, die Verhöre mit den Geiseln haben so viel Spaß gemacht, weil da kamen wirklich teilweise so coole Dialoge hinzu. Ey, super geil gemacht. Splinter Cell für die PlayStation 2 oder für die Xbox oder für den GameCube. Scheiß drauf. Ich habe noch zwei Sachen, aber jetzt kommt die größte Enttäuschung dieses heutigen Videos. Da muss ich sagen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, denn meine größte Enttäuschung war, aber das lag auch irgendwo nicht jetzt an der Konsole selbst, sondern irgendwo an den Spielen. Nichtsdestotrotz der Sega Dreamcast. Ey, ich liebe diese Konsole. Die hat auch meine Kindheit stark begleitet und ich habe sehr, sehr viele Spiele drauf gespielt, die ich heute total abfeiere. Und ich wollte da natürlich wieder einige Sachen spielen, die ich über die Zeit mir besorgt habe. Ihr seht da hinten so einige Titel, ich werde die gleich vorholen. Aber es war schon einfach problematisch, weil die Hälfte meiner Spiele konnte ich gar nicht spielen, weil ich habe hier auch einen HDMI-Adapter angeschlossen, den habe ich jetzt gerade irgendwie abgesteckt. Damit ging das Ganze nicht. Also man konnte manche Sega-Spiele nicht spielen, weil sie nicht die VGA-Unterstützung haben. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Jedenfalls war dann die Hälfte meiner Sammlung einfach mit diesem HDMI-Adapter unspielbar. Und da überlege ich jetzt, werde ich jetzt irgendwie auch hier den AV-Adapter anschließen oder lasse ich es bleiben? Ich weiß es nicht, weil es sind jetzt nicht die geilsten Games, aber trotzdem irgendwie eine kleine Enttäuschung, dass ich nicht so ganz viel ausprobieren konnte, um mal in diese Zeit wieder reinzufinden. Beispielsweise Arrow Wings konnte ich nicht spielen. Buggy Heat habe ich ja die Demo-Version sehr gefeiert. Wollte ich spielen, geht auch nicht. Total traurig. Was funktioniert hatte, war so ein Bullshit wie das hier. Wild Metal von Rockstar. Was ist das für ein Crap? Das hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Das hatte wirklich gar nichts. Das ist ja wirklich total traurig. Und welche Spiele ich letztendlich spielen konnte, das wären beispielsweise Sonic Adventures gewesen. Das habe ich auch reingelegt. Ich bin ja gar nicht so der große Sonic-Fan und habe mal vielleicht mal eine halbe Stunde gezockt, um mal reinzuspielen und das aufzusaugen, aber ich hatte einfach in dem Moment keine Lust auf Sonic. Meine Entscheidung fiel auf ein anderes Spiel, welches ich aber auch abbrechen musste, weil ich überhaupt nicht reinkam. Ein absoluter Klassiker für viele, aber es tut mir leid, ich werde damit nicht warm. Shadow Man. Musik.
Das Intro ist elendig lang. Es wird die ganze Welt komplett erklärt. Okay, ich mag das ja grundsätzlich, damit habe ich kein Problem. Aber daran lag es nicht. Ich muss einfach gestehen, dass ich dieses ganze Setting mit der Unterwelt und Dämonen, das fühle ich jetzt nicht so sehr. Das Problem ist allerdings auch noch, dass das Ballern mit der Shadowgun überhaupt keinen Wumms hatte und hat auch einfach keinen Spaß gemacht. Man läuft da ziellos durch irgendwelche Gänge. Es wirkt wie so ein Metroidvania, aber es sieht halt irgendwo alles gleich aus. Die Dialoge sind wirklich, wirklich klasse geschrieben, das muss ich dem Spiel lassen, aber es hat mich spielerisch überhaupt nicht überzeugt und mich nicht an der Stange gehalten. Und das war einfach grundsätzlich für dieses ganze Sega Dreamcast Projekt in diesem Retro-Monat eine herbe Enttäuschung. Ich hatte kein Spiel da hier oben, das ich unbedingt jetzt so spielen wollte. Und letztendlich musste ich diese Konsole ja begraben sozusagen für den Retro-Monat. Super schade. Ich hätte sehr, sehr gerne mit dem Controller gespielt. Ich mag ja den Controller. Ich mag die Sega Dreamcast total gerne. Aber ich muss da irgendwie noch so die passenden Spiele finden, auf die ich Bock habe. Die waren es jetzt nicht, wenn sie funktioniert haben, und wenn sie nicht funktioniert haben, war es eh blöd. Deswegen war der Sega Dreamcast dann irgendwie relativ schnell vorbei. Und wir sind jetzt dann doch fast zum Ende angelangt. Ein Spiel habe ich noch reingelegt, das irgendwie so den Abschluss finden musste, und wir sind jetzt wieder zurückgekehrt. Ich habe nämlich auf der PlayStation 5 ein PlayStation 4 Spiel gespielt, und zwar Castlevania Symphony of the Night. Das ist jetzt natürlich kein PlayStation 4 Spiel, denn ihr müsst wissen, diese Version von Limited Run Games hat keine Quality of Life Funktion, also zumindest habe ich sie nicht verstanden. Es gibt keine Save States oder sowas, man kann nicht einfach mal kurz zwischenspeichern. Diesen Klassiker, der stand schon ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Ich habe ihn mal vor vielen Jahren über die Xbox 360 gespielt, in digitaler Form, aber bin da nicht so reingekommen, und jetzt plötzlich, ich fange das Spiel an und es dauert keine 10 Minuten und ich merke, Alter, es ist genau meine Art von Spiel. Mit der Castlevania-Reihe bin ich ja eh erst vor vielen Monaten in Kontakt gekommen, habe ganz, ganz viele Spiele nachgeholt, und Symphony of the Night war für viele Fans das Beste der Reihe und ist ja auch ein Mitbegründer des Metroidvania-Genres, welches ich bis heute total feiere. Aber ich habe eben, wie gesagt, diese Vorlage nie gespielt, jetzt endlich durch, und fuck, hat mir das Spaß gemacht. So ein geiles Level-Design, so eine coole Karte, dieses Schloss macht mega Spaß, diese einzelnen Bereiche zu entdecken, Alucard mit seinen ganzen Waffen, seinen Rüstungen, das alles aufzuleveln, sich Sachen zu kaufen, neue Geheimnisse zu entdecken, neue Rüstungen zu finden. Das ist ein RPG-System in diesem Spiel, das es eben zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht gab, aber mega geil funktioniert hat, auch heute noch. Es spielt sich wahnsinnig gut, hat manchmal natürlich auch wieder typisch frustige Stellen, gerade in der Inverted Castle Geschichte, und das muss ich kurz erzählen. Ich habe das Spiel durchgespielt, habe die Credits gesehen und dachte mir so, hä? Ich dachte, das geht jetzt weiter, dass sich dieses Schloss auf den Kopf stellt, und dann habe ich erst festgestellt, ey, man muss da noch ein paar Sachen für machen, eine Quest quasi dafür absolvieren, und war erstmal so genervt und ich dachte mir, warum habe ich das nicht vorher gewusst? Und dann habe ich das eigentlich relativ schnell geschafft und dann dieses Inverted Castle erlebt, wo dann das Schloss auf den Kopf gestellt wird und das plötzlich viel, viel schwieriger wird. Ich habe da manchmal sehr, sehr gelitten und geflucht, aber mega geile Bosse, geile Monster, coole Waffen, eine coole Geschichte irgendwie mit Castlevania und auch Rick the Belmont. Sau, sau geil. Also ein absoluter Klassiker, den ich endlich nachholen konnte und auch eines der besten Spiele in diesem Retro-Monat. Ganz kurz vorm Abschluss des Retro-Monats so ein tolles Spiel gespielt für die PlayStation 1 sozusagen. Castlevania Symphony of the Night. Puh, ey, ich habe jetzt hier sehr, sehr viel geredet und ganz, ganz viel gerade hier aufgebaut. Ich habe, glaube ich, hoffentlich nichts vergessen. Es war ein sehr langer Trip und eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann, weil sie so einem so reinigt. Man schätzt manche Dinge in der heutigen Spielewelt etwas mehr wert und man ja kehrt so ein bisschen zurück zu so Tugenden, die damals einfach da waren, die man ja auch so geliebt hat, weil man damit ja auch irgendwie in diese Videospielwelt eingetreten ist und damit seine Liebe verloren hat und die heute vielleicht auch nicht mehr so richtig ausgelebt werden. Eine super, super tolle Erfahrung, die ich, wie gesagt, jedem empfehlen würde. Das war mein Retro-Monat und alles, was ich dazu zu sagen habe, alle Spiele, die ich gespielt habe, alle Konsolen, die ich angeschlossen hatte. Nicht ganz so einfach für mich mit dem Monitor und alles mit der Technik irgendwie hinzukriegen, war manchmal echt nervig und frustrierend, da kabeln und hin und her, aber letztendlich hat es sich gelohnt. Deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen wunderschönen Start in die Woche.
Ciao.